Du hast alle Musikstücke. Okay. Cool. Dem Shop wurden neue Items zugefügt. Möchtest du speichern? Siggi Diggi. Ich nehme jetzt 2,5 Stunden auf, ey. Boah. Längste Session, glaube ich, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich bei Viva Pinata schon mal länger. Dann nehme ich gewöhnlich 2 Stunden auf, aber ich glaube, 2,5 Stunden ist jetzt das längste Aufnahmeding, was ich gemacht habe. Hauptereignisse abgeschlossen. Das Abenteuer geht weiter. Du kannst auch nach Abschluss des Hauptereignisses noch viele weitere Ereignisse spielen. Wenn du sie abschließt, könntest du glatt in eine Nebengeschichte über einen gewissen jemanden verwickelt werden. Arbeite mit Naruto zusammen, um all diese Ereignisse abzuschließen. War das gleiche wie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2? Da konntest du nämlich noch als Nebenspiel, wie ich schon am Anfang des Let's Plays gesagt habe, mit Killer Bee nochmal gegen Sasuke spielen. Aber so an sich... Ninja-Welt-Zeitleiste. So, hier haben wir alles... mitgenommen. Das haben wir... Das haben wir alles mitgenommen hier. Sehr schön. Das haben wir auch. Kapitel 6. Der Krieg bricht aus. Kapitel 7. Haben wir auch komplett. Kapitel 8. Kapitel 9. Schlusskapitel. Können wir es natürlich auch noch auf Legende machen. Und hier haben wir noch 4 Zeitleisten. Und hier fehlen uns noch ein paar Kindheitsabschnitte. Shippuden. Erste Hälfte. Info. Unter Ereignis kannst du dich über deine Fortschritte bei verschiedenen Ereignissen informieren. Hauptereignis. Unter Hauptereignisse kannst du unten sehen, wie weit du in der Hauptgeschichte gekommen bist. Unter Spezialmissionereignisse kannst du dir ansehen, wie weit mit deinen Nebenmissionen gekommen bist. Unter Auftragsereignisse kannst du dir ansehen, wie weit du mit deinen Aufträgen gekommen bist. Hauptereignis abgeschlossen. Spezialmission? Das ist ja Vogelhaus einrichten, super. Vervollständige. Nee, Zeitleiste. Aufgewühlte Werkzeugverkäuferin. Richtige, ja, was auch immer. Freundin kannst du Freundschaftenstatus und andere Informationen über Charakter ablesen, die du als Freundin deine Abenteuer mitnehmen kannst. Wenn du unter Ereignisse abschließt, können die Freundschaftsstufen bei der beteiligten Charaktere ansteigen. Freundschaftsstufen lassen sich auf vielerlei Arten steigern. Du solltest also verschiedene Dinge ausprobieren. Ist ein Herz gut oder können die auch mehr Herzen haben? Du kannst dir die Post ansehen, die du erhalten. Mhm. Tutorial. Sammlung. Passwort eingeben, Tauschitems, Titel. Story abschließen, Story abschließen, Story abschließen. Ich hab die Story abgeschlossen. Wie viele Storys soll ich denn abschließen hier? Das ist Wahnsinns. Online-Modus freischalten, okay. Ich
Perspektive sieht zu's Audio. Hab ich ja nichts. Der Frosch blinzelt die ganze Zeit. Ninja-Infokarten. Achso, warte mal. So, was haben wir denn hier alles? Okay. Nicht gerade das Beste hier zusammenbekommen, aber gut. Ich glaube, wir sind vorbei, jetzt in der roten Zeit gekommen, durch die Ninja-Welt zu eilen und seine emotionalen Bande zu stärken. Ich hoffe, dass der Nebenteil-Scheiß-Dingens ist, ey. Ich hoffe inständig, dass ich da... Nach dem Ninja-Weltkrieg, okay. 14 Stunden haben wir gebraucht, ey. Da waren wir überall. Geschwänztes Tierruinen, Schildkröteninsel, Wasserfall der Wahrheit, Sturmwolkenschlucht, Kumogakure, Donnerwellenküste, Blitzwüste, Land des letzten Kampfes, Todbaumwald, Trainingsplatz, Konohagakure, Konoha-Wald, Windwüste, Sunagakure, großes Schneefeld in Tetsunokuni, Tagungsorte 5 Kage, Samurai-Brücke. Huch! Erfolgreiche! Hä, was ist das denn? Izumo! Ich bin bereits in Sunagakure angekommen. Los, komm jetzt schnellstens her. Kotetsu. Izumo. Das ist doch ein Konoha-Shunin, oder? Ja! Es hilft nichts. Den Brief muss ich ihm wohl bringen. Du hast den Brief erhalten. Zanadrio! Was ist denn? Wenn du was zu erledigen hast, sag's einfach frei heraus. Bist du fertig? Also gut. Bis später. Ja, jetzt haben wir ein paar solchen Briefchen bekommen. Schön. Ich weiß immer nicht, wie ich da hochkomme. Verdammte Hacke. Wir wissen, wie ich da hochkomme. Seit 10 Jahren bin ich jetzt kein Ninja mehr. Und nun sieh dir mal an, wie dick ich mittlerweile geworden bin. Ich schätze, ich sollte wohl ein bisschen trainieren. Nein, ist eine Lüge. Das westliche Kapitalismus. Huch. Lee, was ist los? Hey, Naruto. Stehst du auch schon voll unter Dampf? Oh, hallo, Busche Augenbraue. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn er total aufgeladen ist wie jetzt. Jetzt sieh dir doch nur dieses fantastische Wetter an. Ein Tag wie gemacht fürs Training. Und der herrliche Sonnenschein ideal für Fitnessübungen. Also, was sagst du? Wollen wir ein Kämpfchen wagen, hm? War mir doch klar, worauf du hinauslaufen würde. Worauf das hinauslaufen würde. Ja, mach mal.
Let's get behindert. Klar, ich bin selbst ganz scharf auf einen guten Trainingskampf. Also gehen wir's an. In Ordnung. Unser letzter Kampf ist ewig her. Ich freue mich riesig, mal wieder gegen dich anzutreten. Wenn du noch intensiver brennst, bist du bald nur noch ein Häufchen Asche. Ernsthaft jetzt? Nichts als Asche. Lass uns mal gleich loslegen. Ach komm. Ach komm schon. Kein Anlass zur Sorge. Heute lassen wir es ganz locker angehen. Wir geben höchstens 120%. 120% ist schon rein physikalisch nicht möglich. Jetzt kommen wir nicht unnaturwissenschaftlich. Lass uns lieber endlich anfangen. Oh Mann, das geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus, wenn er so drauf ist. Das Restliche ist alles rein Bonusmaterial, will ich jetzt nur mal anmerken. Let's get behindert, bitch. Naruto versus Lee. Hey? Ja? Angriff mit 15 Treffern in Folge. So, wenn jetzt alles trifft, sind das 15 Stück. Tada! Ah ja, natürlich hat er dieses Sitzu drauf. So, dann komm mal her. Ich wollte eigentlich... Weil ich dich mag, wollte ich es eigentlich schnell beenden. Alter, das kann's nicht sein jetzt! Alter! Jetzt komm halt her, du miserables Stück Scheißvieh! Und jetzt lass dich gefälligst treffen, Alter! Schwör's dir! Spaßkampf! Feierabend jetzt! Geh pennen, Junge! Richtig! Wurmsalbe! Mal was? Wie viel? Ach, es kommt! Tja! Gemeinsam gegen starke Feinde! Kämpfen mit Hilfe gegen schwere Gegner! Mit... oder... rufst du deinen Hilfeeinsatz? Egal! Schwierig, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Dark Souls zocken, Alter. Digga, guck mal auf die Uhr. Ich hab gewonnen. Seufz. Das fällt mir zwar äußerst schwer, aber ich gestehe meine Niederlage ein. Aber vorbei ist das deshalb noch lange nicht. Heute habe ich immerhin nur 120 gegeben. Das nächste Mal biete ich 1000 meiner Stärke auf. Dann besteht nicht mehr der Hauch einer Chance, dass ich verliere. Schau mich nur an. Ich bin schon wieder total heiß. Ich würde ja gern sagen, hey, war das nicht nur ein Trainingskampf? Oder kannst du mir die 1000 Mal als Formel auflösen? Ein paar andere Bemerkungen würde ich mir auch noch einfallen. Aber irgendwann muss ich ja mal wieder gegen ihn antreten. Oh Mann, ich mag gar nicht dran denken. Erreicht! Danke, 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 danke. Ah, cool. Speichergerät. Speichern.
Das war jetzt das Bonusmaterial von Naruto. Suchen 100 Rio. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch alles gefallen. Wie immer, schrodet mir alles in die Kommentare. Ich lese mir alles mit Vorliebe durch. Ich wäre das Gefühl nicht los, dass mich irgendjemand beobachtet. Bilde ich mir das nur ein? Naruto! Schrankperverser! Ich brauche eine gewisse Sache, wirklich deine Hilfe. Hör mir bitte zu. Ein Irrer nach dem anderen. Ein plötzlicher Auftrag, Ebisus. Fühltest du dich deshalb vorher beobachtet? Übernimm den Auftrag und kläre die Angelegenheit auf. Ja, komm her. Also gut, lass hören. Ja, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also um was für einen Gefallen geht es denn? Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Hängt es damit zusammen? Du hast es bereits bemerkt. Dir kann man wirklich nichts vormachen, Naruto. Und ich gehe wohl recht in der Annahme, dass es Konohamaru ist, der mich beobachtet, stimmt's? Und schon wieder hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Gesprochen wie ein wahrer Held. Irgendwie ist es ganz schön peinlich, wenn die Leute mich so nennen. Tatsächlich ist Konohamarus Respekt vor dir in letzter Zeit ein schönes Stück gestiegen. Aber das ist dir klar. Er betrachtet dich als einen großen Bruder und jetzt bist du auch noch der Held des Dorfes. Deshalb versucht er eine Möglichkeit zu finden, ebenfalls den Titel Held zu erlangen, um so zu sein wie du. Aha, also deshalb schleicht er im Schatten hinter mir her. Du hast es erfasst. Kurz gesagt, wird jede deiner Bewegung von Konohamaru genau beobachtet. Ist der Typ etwa ein Stalker? Und darum eine Bitte, verdirb den Kleinen seine Träume nicht. Das hatte ich auch gar nicht vor. Na gut, ich werde mal mitspielen. Ich muss jetzt los, ein paar Dokumente unterschreiben. Bitte gib dir richtig Mühe, bis ich zurück bin. Na schön, dann unterzeichne mal ein paar Dokumente oder was auch immer. Danke, Naruto, du bist der Beste. Na gut, also was genau soll ich eigentlich jetzt tun? Vielleicht laufe ich erst ein bisschen ziellos umher. Das kriege ich hin. Ziellos umherlaufen ist in Ordnung. Aber jetzt mal unsere Seite. Was ist jetzt los? Mal sehen. Entschuldigung. Suna Ninja. Dieses Stimmband. Du bist du nicht. Stimmt genau. Stimmt genau. Ich komme wegen einer Mission aus Sunagakure. Das hier ist mein erster Aufenthalt in Konoha. Ich soll die Hokage treffen, aber ich habe keine Ahnung, wo sie zu finden ist. Ach, du willst wissen, wo Großmutter Tsunade zu finden ist? Ja, mal sehen. Wahrscheinlich ist sie in der Hokage-Villa, wie immer. Wie ich hörte, steckt sie bis über beide Ohren in Arbeit. Ah ja, ich dachte mir auch schon, dass ich sie dort finden könnte. Sagst du mir auch, wie ich zur Villa komme? Ich glaube, dies ist jetzt nicht an einer anderen... Ich glaube, die ist jetzt an einer anderen Stelle. Geh einfach geradeaus die Straße runter, dann kommst du direkt zur Hokage-Villa. Danke für die klare Beschreibung. Das werde ich dann wohl finden. Haha, ich helfe doch immer gern. Naruto ist einfach klasse. Ich habe die Hokage eben noch in der Villa gesehen. Also stimmt der Weg auf jeden Fall. Coolio. Ich bin gut. Was zum Fick ist das denn jetzt hier? Gut, was kommt als nächstes? Naruto, Naruto! Was ist denn los? Bei der Prüfung der Ninja-Akademie war da neulich was, das ich einfach nicht verstehe. Aber du kennst dich damit ganz bestimmt aus, Naruto. Weil du ja so ein toller Ninja bist. Na klar, ein Ninja wie ich kennt alle Antworten. Wäre ich mir da nicht nur halb so sicher, wie ich tue. Gut, dann verrate mir doch bitte die Antwort zu dieser Frage. Um Jutsu zu benutzen, braucht man Körperenergie und was noch? Mal sehen, ich glaube, Sensei Iruka hat mir beigebracht, Herz und Körper sein, irgendwas... Scheiße! Gedankenenergie? Mentalenergie vielleicht? Oh, ich glaube, davon habe ich schon gehört. Das heißt, Körper und Geist seien entscheidend. Ich glaube, du hast recht, Naruto. Ich wusste, dass du die Sache hinbekommst. Uff, irgendwie habe ich es geschafft. Nee. Komm, wir gehen direkt los und sagen es dem Sensei. Ja!
Das ist die richtige Antwort. Naruto ist wirklich klug, also muss ich stark und klug werden. Okay, es hat jetzt alles irgendwie... Fuck! Im Dorf stellt man mir bestimmt noch mehr Fragen, da verschwinde ich lieber, bis der Schrankperverse zurück ist. Was ist jetzt los? Du bist extra hier raus zum Trainingsplatz gekommen? Oh, du bist scharf auf ein paar Übungen, habe ich recht? Ach, warum passiert mir das immer wieder? Das sind verlockende Aussichten, was? Also gut, ich werde dein Gegner sein. Gib alles, was du zu geben hast. Klar, ich bin dabei. Aber wenn ich jetzt gehe, ist Konohamaru ganz bestimmt total deprimiert. Also, wie entscheidest du dich? Na gut, wenn's denn sein muss, ich werde gegen dich kämpfen. Du hörst dich ein bisschen unwillig an, aber dein Eifer imponiert mir. Alles klar, die Fäuste hoch, Köpfposition einnehmen und schon geht's los. Enter öffnen. Ich wollte jetzt aufhören. Ich glaube, er ist Verteidigungsschub. Besser geeignet ist. Vielleicht hätte ich hier ausweichen müssen und gehen müssen. Ultimative Jutsu-Treffer. So, jetzt komm! Treffer! Sag ich doch! Scheiß Training! Scheiß der Unter! Das hier ist nicht lustig! So, dann warte mal! Altgediente Mann! Komm mal her! Buschige Augenbraue, Sensei! Und Feierabend! Hi! Hi! Juhu! Extra Kraft Mochi! Esran! Das sind jetzt 2 Stunden 50 Minuten. Ich würde es nur gesagt haben. Ich nehme seit 2 Stunden 50 Minuten das Spiel auf. Weil ich nicht dazu komme, endlich mal Pause zu drücken. Eigentlich wollte ich noch ein paar Videos gucken. Ich wollte eigentlich noch Dingens machen. Ja, ich habe gewonnen. Das war ein sehr schöner Kampf. Das macht mir so richtig Lust auf eine Schlacht. Oh, bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Ich nehme diesen Kampf als Anreiz, noch leidenschaftlicher zu trainieren. Vielen Dank für mein jugendlicher Freund. Ich bin voll unter Dampf. Sensei Gai schafft es immer wieder, mich total auszupowern. Naruto! Ich hatte nicht erwartet, dass ich hier zu finden. Ich dachte, du wärst im Dorf. Oh, das tut mir leid, ich musste mich um eine Kleinigkeit kümmern. Hast du deine Geschäfte erledigt? Ja, voll und ganz. Deshalb bin ich jetzt hier, um Konohamaru abzuholen. Komm raus! Hä? Woher wusstest du, dass ich hier bin? Also Kumpel, warum spielst du den Spion? Ich wollte sehen, wie du wirklich bist. Ich bin immer derselbe. Das musst du doch herausgefunden haben, wenn du mich beobachtet hast, oder?
Naja, du bist irgendwie verändert. Hä? Du bist jetzt noch cooler geworden. Was auch immer auf dich zukam, du hast es perfekt gelöst. Es ist, als wärst du jetzt erwachsen und sogar Sensei Gaia hast du besiegt. Jetzt weiß ich, dass ich genau wie du werden will. Ich werde jeden Tag richtig hart arbeiten, um dich einzuholen. Haha, mich nur einzuholen reicht aber nicht. Du musst dir vornehmen, mich zu übertreffen. In Ordnung. Naruto ist wirklich sehr viel erwachsener geworden. Nicht mehr so ein ungezogenes Girl wie früher. Und Konohamaru hat viel Potenzial. Eines Tages hoffe ich, die Seite an Seite als Helden zu erleben. Ich werde jetzt noch viel härter als bisher an mir arbeiten. Erreicht. Danke, 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 danke. Was für ein Kind. Und ich sollte lieber auch hart an mir arbeiten, sonst übertrifft er mich noch. Nee. Sorry, Digga, aber das glaube ich keinesfalls. So, das war's. Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Nach 3 Stunden Aufnahmezeit reicht es jetzt für mich auch langsam. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schrullt das in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bei dem neuesten Let's Play Format. Also Format. Bei dem neuesten Let's Play, was ich natürlich hier schon vorbereitet habe. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.